Hallo liebe Freunde, hier bin ich wieder im A320 Cockpit in Hamburg. Unser professioneller A320 steht heute auf dem Flughafen Aosta. Da bin ich das letzte Mal gelandet, Sie erinnern sich noch. Den Flug habe ich gleich im Anschluss durchgeführt. Das Video kommt heute. Auf dem Flug nach Bozen in Meran. Lima, India, Papa Bravo. Sehr schwieriger Start hier in Aosta, 1450 Meter Piste, hinten ins Tal rein, in das verlängerte Aosta-Tal Richtung NDB Aosta. Wir steigen dann nach Sicht auf 9000 Fuß, gehen über in den IFA, nach dem Flug nach IFA-Regeln und gehen dann an einer wunderschönen Strecke vorbei am Lago Maggiore über die Stadt Mailand, auch sehr zu empfehlen, vielleicht nicht gerade im Hochsommer, aber ab Herbst, von Herbst bis Frühjahr, wunderschön. Auch für die Shopping-Interessierten von Ihnen, kenne ich sehr gut. Bin ich x-mal gewesen bereits, und weil wir da eine große Messe immer veranstaltet haben. Einmal im Jahr die Frühjahrsmesse. Und dann geht es weiter an den Gardasee, am Gardasee vorbei, an Verona vorbei, auch wunderschön, Arena di Verona. Links dann nach Bozen. Das ist ein ANAF Approach 01, auch eine 1500 Meter Piste, wird auch von der Sky Alps angeflogen. Auch sehr schwierig anzufliegen, nicht ganz so schwierig, hoffe ich, wie hier in Aosta. Ich habe es jedenfalls zur Erinnerung, aber es war auch ein kleineres Flugzeug damals, ein Turboprop. Ungleich einfacher zu handeln im Descent. 5 Grad Descent teilweise zu fliegen. ANAF Approach geht ja Step by Step. Und dann werden wir mal schauen, wie das hinhaut. Habe ich noch nie gemacht hier, auch Premiere. Distanz etwas weiter als Zürich Aosta, 205 Meilen, wenn ich das richtig sehe. Strecke direkt nach Osten, reine Flugzeit 35 Minuten. Ich lasse die Kamera mal mitlaufen. Wir werden jetzt hier gleich starten. Ich habe alle Checks noch nicht ganz gemacht, mache ich aber gleich. Und dann geht das hier los. Wir sind schwer, 57,5 Tonnen, 5,2 Tonnen Kraftstoff. Ausweichflughafen ist Verona Villa Franca. Auch sehr schön. Bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Immer wenn wir in Verona Veranstaltungen im Sommer mal Events hatten. In der Arena, wo ich mit Gästen war. Wunderschöne Opernaufführung, ein herrliches Freilichtamphitheater, also ist wirklich zu empfehlen. Auch die Stadt Verona ist wirklich zu empfehlen. Und weitere Landemöglichkeiten wären Bergamo oder Linate, also da ist reichlich, was man benutzen kann. So, Temperatur hier ist die zweite große Herausforderung, ist 32 Grad im Schatten. Cavoquet die Wetterlage, auch in Bozen bei Ankunft Cavoquet. Im Umfeld ein paar vereinzelte Schauer und Gewitter. So, es geht los. Ich mache mal wieder etwas dunkel, setze meine Lesebrille wieder auf und wir gehen mal los. So, der Start wird etwas anders verlaufen als auf einem Verkehrsflughafen so üblich. Brakeflap können wir ausmachen. Erstmal die Flaps werden wir auf 2 setzen. Wir heben ab mit 128. Autobrake müssen wir noch auf Max setzen. So, und dann den TO Config Check ist in Ordnung. Landing Lights an, Overhead Dark. Alles ist fein. So, und jetzt machen wir einen Toga Takeoff. Alles andere ist mir hier zu riskant. Gehen in die Bremsen, Parking Brake auf und setzen erstmal Leistung. Auf Toga. So. Warten, bis sie steht. Und auf geht's. Speed Arise 60. 80, cross check, 100, go, so, 128 rotate, ausweichen dem Baum und wieder nach rechts, Gear up, also nicht für den Airbus zugelassen, Flaps 1, Reducer Flex, der Straße folgen, beziehungsweise dem Flüsschen. Climb, 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 climb. So, Autopilot, confirm altitude. Route ist stimmt, die geht durchs Tal. Levers on climb. Flap 0.
Ausschlag auf. So, Sie sehen, das war ein rasanter Start. Aber wir hatten eben 10 Knoten Wind auf die Nase. Und fliegen jetzt durch das herrliche Ostertal ab. Ich mache mal meine Kamera wieder an. Ich nehme an, die ist nicht mehr an. Nee, die geht ja automatisch aus. So. Kann ich die auf Fern bedienen? Muss ich mal ausprobieren? Ja, kann ich auch. Guck, herrlich. Die hat ein Update bekommen jetzt vom Stick hier. Das ist der Volta-Stick. Mal gucken, ob das besser funktioniert als mit dem MediaPod. Den MediaPod brauche ich ja nicht. So, aber Sie sehen, wir haben hier... Nee, Fotos wollte ich ja nicht machen, Mensch. Bin jetzt gemacht. Ich dödel hier. So, jetzt habe ich wieder Videos falschen Knopf gedrückt. So, also ich zeige es nochmal. Aostatal. Hier die Berge, hier das Tal. Wir fliegen jetzt raus hier auf das Funkfeuer Sierra Victor Charlie. So, Milano hat mich übernommen und gibt mich frei für 240 gleich. Auf geht's. Und hier ist unsere Routenführung. Ich zeige sie Ihnen einmal in groß. So, hier nach Adosa. Hier sind die ganzen Lago Maggiore. Kommt dann Gardasee und dann biegen wir ab nach Adosa und gehen dann Richtung Bozen. So, Steigflug ist fein. Haut hin alles. Wir sind auch hindernisfrei. Hier nochmal die großen Alpen, die Schweizer Alpen, dann beziehungsweise französischen Alpen. Nee, hier ist Schweiz schon. Wir fliegen jetzt raus Richtung, da hinten ist Ebene, Richtung Po-Ebene. Das für Sie zur Orientierung. So, wir setzen unsere Höhenmesser nach dem Ausflug aus dem Alpengebiet dann auch. Das dauert aber noch ein bisschen. Wir müssen 5000 Fuß über Grund haben, die haben wir noch nicht. So, hier 40 setze ich sie dann. So, jetzt haben wir die. Kann ich die auf Standard setzen. Milano hat mich freigegeben an Route Asphalt. Nächstes Fix ist Saronno VOA. Das liegt vor Mailand, oder bei Mailand. Links davon von Saronno Lugano. Und wir fliegen jetzt ein in die Po-Ebene Richtung Mailand. Na, ist da hinten eine Entladung gewesen, da so ein bisschen Kumulus hier. Ich schau mal, ob da was steht. Jawohl, und wir haben ein leichtes Gewitter. Ich zeige sie mal auf dem Radar. Hier muss ich mich noch dran gewöhnen. Ah, hier. Neu. So, hier sehen Sie das, ne? Da haben wir was stehen. Ich habe es im Blitzen sehen, deswegen. Und man sieht auch diese Ausprägung des Cumulus. Das ist ein bisschen schwach dargestellt. Normalerweise ist der, glaube ich, ein bisschen dunkler live. Aber so von der Art und Weise, vom Wetter her, stimmt das schon. So, jetzt muss ich mal gucken. Wieder ausmachen. So. Muss ich mir an die Bedienung hier noch gewöhnen, dass ich meinen falschen Knopf nicht drücke. So, ja, den beobachten wir, aber der zieht, da kommen wir drum rum, da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Aber hier habe ich natürlich im Airbus den Vorteil, dass ich Wetterradar habe. Den kann ich natürlich ausmachen. Über 10.000 sind wir ja längst drüber, Level 180. So, wir sind wieder bei 0 Grad angekommen. Herrliches Sommerwetter in Italien. Nicht ganz so trocken wie letztes Mal, aber der Lago Maggiore hat relativ wenig Wasser. Ein Meter unter Normal, weil keine Zuflüsse aus den Alpen. Ne? Also wir hatten keine große Schneeschmelze dieses Jahr. So 30 Meilen Abstand vom Gewitter. Schöner nach oben ausfransener Cumulus Nimbus, aber wenig Gewittertätigkeit. Das Wetterradar zeigt ja auch kein Gewitter an, das zeigt nur Regen an. Also Niederschlag, rot ist heftiger Niederschlag.
Da muss man auch mit Hagel rechnen, wenn man oberhalb der 0-Grad-Grenze fliegt. Aber auch bis plus 5 Grad noch oder 10 Grad sogar manchmal. Sonst brauchen wir noch ein Stormscope. Das haben wir natürlich normalerweise auch eingebaut. Und in den Geschäftsreiseflugzeugen sowieso. Aber mir reicht so eine Darstellung jetzt aus. Ich habe hier noch einen Wetterradar drin ohne Stormscope, aber mit Windchill Alert. Das habe ich noch. So, wir steigen schön fröhlich, sind gleich in der Reiseflughöhe angekommen und werden dann in den Managed Mode schalten. Jetzt der Wind von hinten, das ist der große Vorteil. Das heißt, wir fliegen schon mit einer True Airspeed von 327 Meilen bei Indicated 230 und einer Ground Speed von gut 340 Knoten. Nicht Meilen, sondern Knoten. Die Meilen pro Stunde, das hat man früher in der Luftfahrt in den USA auch mal gemacht. Das ist eine etwas andere Umrechnung. 1,652 oder 625 ist es, glaube ich. 1,655, die Stated Mile. So, wir gehen in den Managed Mode. 303 Knots. So, jetzt warnt er schon, too steep path ahead. Too steep path ahead. So, er gibt mich frei Direct Oscor, Milano. Kürzt die Strecke aber nur unwesentlich ab. Er gibt mich frei Direct Medosa, Adosa. Das machen wir mal. So, Adosa noch 105 Meilen. Das Wetter verabschiedet sich nach rechts. So, und zwischen dem Lago Maggiore und der Großstadt Mailand, die man da hinten das schon ahnt, da ist viel Gegend und viel Landwirtschaft. So, hier sehen wir den Po rechts fließen. Berühmte Po-Ebene. Und hier die lauter kleinen Bergseen, Lago di Iseo und wie die alle heißen. So. Jetzt haben wir schon hochreichende Kumulanten hier, die sind aber harmlos, die tun uns nichts. Die zeigen auch nichts an hier im Wetterradar. So, das Wetter ist hinter uns. Ich mache das Radar mal wieder aus, das Radarbild. So. So, jetzt sind etwa 10 Minuten vergangen. Wir sind bei 56 Tonnen Gewicht angekommen, 3,8 Tonnen Fuel. Unter uns liegt der Gardasee und ich zeige Ihnen das mal eben nochmal. So, hier ist der südliche Gardasee mit Sirmione, rechts von uns Brescia. Hier verjüngt er sich dann und das ist Malcesine und Bardolino. Ich habe mich da vertan mit dem Lago Maggiore, der Lago Maggiore hat das nicht. Und hier ist Surferparadies, ne? Und dann sehen Sie hier Ausläufer hinten oben am Ende des Sees. Dann ist hier die Bootswerft Riva. Ich glaube, hier ist die Bootswerft Riva. Und am Lago Maggiore ist Locarno Ascona, genau. Und hier am Gardasee Riva die Bootswerft. Das habe ich Ihnen eben falsch erzählt. Ich bringe das immer durcheinander, weil ich beide Seen sehr gut kenne. Und ich verwechsel dann immer meine Kindheitserinnerungen miteinander. Die sind ja schon bis zur Jugenderinnerung. So bis so 19, 18, 19, bis ich bei der Bundesmarine dann angefangen habe. Hab hier viel Zeit verbracht. So. Aber es ist eine herrliche Gegend. Sehr guter Wein. Und jetzt kommen wir in die Lugana. Dann bei Verona. Das sind dann sehr schöne Weißweine. Hier sehen Sie den Po nochmal. So, und hier haben wir auch Wolken. So, wir werden gleich bei Adosa den Descent beginnen. So, und dann sind wir sehr steil unterwegs. Wir müssen runter auf 7000 und dann mit 5 Grad Winkel rund reinsinken nach Bozen. Herausforderung ist, wir haben leichten Wind von hinten bei der Landung. 3-4 Knoten, mehr dürften das nicht sein. Ich gucke mir das aber nochmal an, weil wir einen ANAV Approach fliegen. Habe ich hier was falsch gemacht jetzt? Der ist aus, ein ANAV Approach fliegen. Und wollt kein Circling auf die 1.9 fliegen. So, Wetter haben wir keins. Wir haben hier ein paar vereinzelte Schauer in der Alpenregion stehen. Da hinten sehen Sie schon Venedig. Ja, das ist ja nicht weit von hier dann. Und wir biegen aber gleich ab. Wir biegen gleich in die quasi entlang der Brenner-Autobahn nach Bozen fliegen wir. Dann kommt der Brenner und dann kommt hinter dem Brenner dann, das ist ja die klassische Route an den Gardasee,
die man normal fährt, über Innsbruck in der Regel. So, ich schaue mir das jetzt mal an. Wir werden gleich wir bekommen eine Descent Clearance auf Level 100 von Milano. Dann machen wir das mal. So, Außentemperatur vielleicht nochmal erwähnenswert, 3 Grad plus in 8000 Meter Höhe. So, wir haben noch 7 Meilen bis Adosa, noch 58 bis zum Ziel, da müssen wir auch runter. Und Milano sagt Radius to 290 Knots, dann fahre ich mal die Speedbrakes auf halb, dass wir auch wirklich runterkommen. Und wir haben den ANAV Approach hier schon angezeigt. Ab Adosa beginnt nämlich unsere Standard Arrival Route. Wir haben die Adosa Intersection genommen und wir drehen jetzt ein. Und ich beschleunige mal den Descent noch ein bisschen. So, und was ich mir jetzt angucke, ist einmal das Wetter von Bozen. 1017 Hektopascal, 31 Grad, Wind 147. Also das riskieren wir mal. Mit der 01. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Vom Airbus her kein Thema, aber bei 1500 Meter Bahn ist das ein Thema. So, wir fliegen jetzt in das. Hier ist die, läuft die Brennerautobahn hoch. Hinter uns der Gardasee. An Riva vorbei. Also der Bootswerft, dieser berühmten Holzbootswerft. Und hier Südtirol. Ne? Wir fliegen jetzt in Südtirol ein, so langsam. Vicenza ist rechts von uns. Schönes Wetter. Wir haben ein paar Kumulanten da hinten, aber es dürfte nicht sein. Es ist Cavoquet gemeldet. Ne, Few Clouds 8000 hat er gemeldet. Ja, die Temperatur. Aber kein Niederschlag, kein gar nichts. Wir haben auch ein paar Schauer in der Nähe. Ich sehe das hier auf dem Wetter. Ich habe ja hier auch die Navichart Wettermap drin. Kann ich Ihnen übrigens nur empfehlen, das Konto zu buchen. So, und hier jetzt entlang der Brennerautobahn. Sage ich mal so für uns, für die nicht so fliegerisch versierten, haben wir hier die Brennerautobahn oder das Tal unter uns, dieser berühmte Fluss, wie heißt der, irgendwas mit T. So, und dann fliegen wir quasi diese Strecke lang. So, gleich ein bisschen weiter links noch und sinken dann immer weiter auf 7000 Fuß und müssen dann Steep Descent nach Bozen reinmachen. Ist ein IFA-Anflug, geht. So, und hier sehen Sie dann. So, so ein bisschen steht da was, das sehen Sie. Ja, da auch, ein paar Schauerchen, da auch. Es wird auch auf dem Wetter angezeigt, aber auf dem Radar, ich mach's mal an, ich weiß nicht, ob auf dem Radar, ja, auf dem Radar ist auch ein bisschen was drauf. Gehen wir auf 40 Meilen zurück hier. Also im 40 Meilen Bereich ist nichts, das sehen Sie, hier sehen Sie den Destination auch schon. Wir haben Oscar Sierra Echo VOA. Wunderbar. So, können wir ausmachen. Ich werde nachher für den Final Approach das Ding nicht bemühen können. Aber für den Approach habe ich hier schon, das wollte ich Ihnen noch eben zeigen, da habe ich hier schon meine Anzeigen für den ANAV Approach. Das ist natürlich sehr komfortabel. So. So, wir machen schon mal Autobrake auf Low. Warum mache ich das immer auf Low? Den Rest bremse ich halt nach, um die Bremsen zu schonen. So, Milano hatte uns gebeten, auf 270 zu gehen. Dann gehen wir auf 270. Wir sinken weiter mit und gibt uns frei auf 7000 Fuß. So, wir gehen in die Alpenregion rein. Ich stelle mein Höhenmesser um auf 1017. Passieren gleich die 10.000, macht das schon mal alles an, die Lämpchen. Auch hier hohe Berge, ja nicht ganz so hoch, aber auch so. Also der Airport selber liegt 770 Fuß hoch, das hält sich in Grenzen, aber die Berge hier darf man auch nicht unterschätzen. Mit so 3.000 Fuß, 4.000 Fuß auch dabei. Wir sinken straff weiter. Wir haben noch zu gehen 33 Meilen, sind auf Level 100 jetzt oder 10.000 Fuß angekommen. Ich lasse den Autopilot mal schön fliegen.
So, Final Descent läuft dann bei Papa Bravo 912 und der wird dann richtig heftig. Ich will mal sehen, dass ich vorher schon ein bisschen mogle, weil der Airbus ist ja auch hier nicht zugelassen für den Approach. So, was ich jetzt machen werde, um das gesetzlich im Rahmen zu halten, ich werde dann gleich VFA gehen, damit ich die Hindernisfreiheitsgrenze nicht so einhalten muss. So, jetzt kurven wir in die Berge ein. Die Idee ist nicht die beste. So, ich mache das mal anders. Ich cancel IFA, gehe VFA und gehe nach links auf 350 und hole mir den nachher wieder. Ich bleibe im Tal. Ne? Ich bleibe im Tal und descende mal auf 5000 Feet. So, VFA darf ich das ja alles. Und fliege jetzt das Tal lang. Im Wesentlichen jedenfalls. So. Speed down to, ich gehe runter mit der Speed auf 210. Speedbrakes bleiben draußen. 20 miles to go. Also ich muss alles raushauen als Speed, was geht. 190. Alles abbauen. Nur noch 20, 19 Meilen. Das wird jetzt schon eng. Das wird schon eng. Könnte gerade noch hinhauen. Ich guck gleich mal. Muss die Flaps rauskriegen. So, ich kann mal das Gear down bringen, dass sich das ein bisschen zum Sinken hilft. So, jetzt können wir ein bisschen korrigieren nach 350. Flaps 1. Und weiter runter mit der Speed auf 160. Down auf 4000 Feet. Und weiter rum auf 360. Bisschen Dunst. Flaps 2. Bei 200 können wir Flaps 2 machen. So, wir kommen da wieder rein gleich. Ne? Ich fliege ja Visual Approach 005. Ich bleibe schon im Tal. Sie können das hoffentlich ganz gut mitverfolgen. Ich mache es jetzt noch mal einmal hier mit der Kamera, aber dann muss ich auch damit aufhören. So, hier sehen Sie, ich bleibe schön im Tal. Ne? Schön im Tal drin. So. Und hier sehen Sie meinen Approach. Aus. Und jetzt lasse ich das auch aus, dass ich keinen Bock missbaue hier. Denn so viele Fehlanflüge kann ich mir bei 3,6 Tonnen Sprit dann noch nicht erlauben. Nee, Speed wollte ich nicht drehen. Ja, ein bisschen Stress kommt auf. Jetzt ein bisschen konzentrieren. Das war zu viel, 0,15. Wir gehen runter auf 3000. Wir sind safe. Terrain ahead, pull up. So, das habe ich mir wieder gedacht. Terrain ahead, pull up. Den machen wir weg. Den machen wir auch gleich mit weg hier. Ich muss ja wieder am Limit fliegen, geht ja nicht anders. Testflugbedingungen, also Testpilotenbedingungen. So, wir drehen wieder rein in den Approach. Wir machen Visual, wir haben den Airmaf nur als Hilfsmittel jetzt. Wir drehen wieder schön rein. Wir gehen runter auf 1000. Minimum. Setzen wir uns Bravo mal 3000 Fuß. So. Temperature 0,17. Ein paar Landedaten da reinhacken eben. Und weiter nach rechts. Das vergessen wir mal, brauche ich nicht. Wir konzentrieren uns. So, ich übernehme. So, ich gehe in Manual Flight. Minimum. Hier bleibt rein, Flap 3. Auto Thrust aus. Selbe Verfahren wie in der Oster. Wir haben noch 10 Meilen zu gehen. Runter auf 150 Knots. Und wir drehen ein auf den Flughafen Bozen.
So, wir kommen rein wieder. Ich glaube, ich habe die Runway Inside da hinten. So. Speed muss raus. Speed Brakes. So. Richtig sehen tue ich noch nichts. Aber sie muss ja da sein, die Bahn. Da ist sie, glaube ich. Ich bleibe mal jetzt auf dem Track immer. Speed Brakes rein. Bisschen Leistung. 140 Full Flaps. Bahn müsste da vorne liegen. Ich sehe sie nicht gut. So, wir sinken nicht weiter. Ich bin jetzt zu langsam. Ah, noch gerade so sicher. Mit 130. Wir sind genau auf dem Kurs, aber nicht. Wir sind jetzt natürlich unterm Gleitweg, weil ich die 5 Grad gar nicht halten kann beim A320. So. So, wir drehen nach links ein. Damit den Bohr. Ich sehe den Flugplatz nicht. Speed. Speed. Fünfmal. Höhe halten. Und zu niedrig. Muss ein bisschen höher gehen. Sein. Bin ich hier auf dem falschen Film? Puh, gear up. Flaps 1. Go round. Entweder ich bin falsch oder der liegt hinter dem Hügel. Dann ist Essig. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich guck mal. Und wenn nicht, dann lag er rechts vom Berg. Dann ist das hier. Also noch sind wir, haben wir den nicht überflogen. Ja? So, Speed ist wieder safe. Green Dot. Ich schau mal. Wir sind noch wieder fast 1000 Fuß hoch. Im Tal, wahrscheinlich in dem rechts liegenden Tal. Ja, dann können wir auch einen Circling Approach fliegen. Dann sind wir mal mutig, dann machen wir einen Circling. Ja. Gear wieder down. Flaps wieder 2. Dann muss er ja da sein. Jawohl, da ist der Airport. Dann habe ich mich hier vertan im Sichtanflug. Aber das macht nichts. Dann kann ich ja so jetzt sowieso gegen den Wind besser anfliegen. Bozen hat mich freigegeben zum Circling auf die 1.9. Andersrum ist kein Verkehr. Jetzt wollen wir mal gucken, ob uns das gelingt. Sonst hätte ich den ganzen Anflug, müsste ich den jetzt wiederholen. Flaps 3.
Wir surfen mal schön. Ich habe die Bahn gesehen. So, haben wir hier alles an, ja. Wir sind 900 Fuß hoch und drehen jetzt ein. Wir noch einen Moment warten. Jetzt einkurven. Ich komme halt mit den Radien hier nicht hin, die hier angegeben sind. Speed is fine. Speed brakes armed. So. Ich fliege wieder Automatik aus. Ne? Sie haben das gesehen. So. So, wir sind jetzt im Queranflug. Schön an den Berg ranfliegen hier. Flight Director off. Landerichtung ist die 190. Die drehe ich mir mal hier grob ein, dass ich das ungefähr sehe. Da ist der Airport. Inside. Ja, Höhe ist gut. Ja, ich hätte nur die andere Seite vom Berg wählen müssen. Das war mein Fehler. Visual war ich ja. Habe ich falsch gevisualt. So. Gears down. Overhead. Runway is inside. Wir gehen rein. So, das kleine Madeira für Arme. Aber jetzt sind wir ein bisschen zu hoch und zu schnell. Alles ist draußen. Die Flaps sind draußen. Voll. Slightly low, aber wir können diesen Steep Descent sowieso nicht fliegen. 500. 400. Speed is good. 300. Wind ahead. 200. So komme ich gut rein. Prima. 100. Bisschen Gas geben. 125. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Gut, sie sitzt. Bremsen, bremsen. Umkehrschub. Das passt. Below 60, River Sox. So, herzlich willkommen in Bozen Meran. Ja, war nicht ganz okay, was, aber es war noch sicher. Ich hatte ja gute Sicht. Hab den Anflug dann abgebrochen, habe ihn von der anderen Seite gemacht. So, haben Sie das auch mal gesehen? Also wichtig ist, fliegen Sie das Flugzeug dann per Hand. Ist natürlich hier, der Flugplatz ist nicht für den A320 zugelassen. Ich sage das jetzt nochmal für die, denen schon wieder der Kamm schwillt. Es ist für mich ein reines Grenzenfliegen, was ich bewusst mal machen möchte, um auch das Flugzeug immer besser und immer sicherer kennenzulernen. Sichtflug. So. Hier ist ein Wendefeld, aber auch hier gibt es, glaube ich, kein Gate oder so. Ah, da hinten ist ein bisschen was. Doch, da gibt es ein Minigate, da rollen wir mal hin. Flaps rein, Landung beenden. So, wir sind sicher unterwegs gewesen. Wir waren so im Anflug mal auf die 400 Fuß runter, ganz kurz. Da habe ich immer gedacht, muss doch gleich kommen. Aber ich lache hauch daneben. Für Sichtflug sind die Sachen hier, wenn solche, Sie sehen, der Berg lag dazwischen, der hier rechts ist. Und ich habe halt ein falsches Tal erwischt. Ich kannte das nicht mehr. Also auch hier würde ich live nicht mehr hinfliegen, auch wenn das jetzt schon, ja, wie lange ist das hier? 30 Jahre, dass ich hier war, bestimmt schon. 25 Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau, würde ich immer zuerst eine Einweisung hier machen. Ja, das würde ich auch so mit einem Citation oder mit einer Turboprop nicht riskieren. Bei so einem Wetter kann nicht viel passieren, da müssen sie ja schon mit blinden Augen gegen die Berge fliegen. Aber wichtig ist, dass sie ein Flugzeug in so einer Grenzsituation beherrschen und dass sie dann nicht anfangen nervös zu werden. Wir stellen die hier mal vorne aufs Vorfeld. Ist für Turboprops und für Geschäftsreisejets noch aus und Sie sehen, dass Sie müssen dann da einmal um die Ecke kommen und das ist dann nicht so angenehm, ja. Direkt gerade rein können Sie gar nicht kommen. Aber der Anflug ist auch so gebaut, es ist, der ist auch schwierig.
Wenn Sie das natürlich mit einer einmotorigen Eco-Klasse machen, dann ist das alles unkompliziert. So, wir stellen sie jetzt mal hier irgendwo hin. Vielleicht mal hier. Nicht gleich das Schild umrasseln hier. So, Lights, Taxi Lights. Noch auf. So. Wir waren leicht, wir waren 55 Tonnen schwer, ähnlich wie bei der Landung in Aosta damals. Und Parking Brake Set, Trennung Gesetten. So, dann lassen wir uns mal, das haben die hier hoffentlich auch, Bodenstrom geben. Schalten den ein. Strobs aus. Und können dann auch die Brake Fans einmal anschalten. Wheel Check. Ja, 160 Grad. Alles, was unter 200 ist, ist noch okay. Engine 1. Und die 2. So. Dann sind wir da. Ja, meine Damen und Herren. So, dann Beacon aus. Seatbelt aus. Seatbelt aus. Und auch die Wheels können wir auch wieder ausmachen. So, ich mache noch mal kurz Licht. Ich sage noch mal was zu beiden Anflügen. Ja, Sie haben gesehen, Aosta und Bozen, jetzt zwei Videos hintereinander. Auch der Takeoff von Aosta war ja nicht ohne wegen des Baums da hinten. Das habe ich aber kommen sehen. Also da muss man dann abdrehen. Ist natürlich alles nicht zugelassen. Dürfen Sie nicht machen. Das ganze Flugzeug dürfen Sie weder nach Aosta noch nach Bozen fliegen, aber mich reizt es ja immer aus, geht das halt? Für eine Airbus ist alles, was unter 2000 Meter Piste ist, indiskutabel eigentlich. So, ne? Das ist auch so. Dann haben wir hier noch Außentemperaturen von über 30 Grad, das kommt noch hinzu. Was also die Sache noch schwieriger macht, schon vom ganzen Landeverfahren überhaupt. Dann die Anflüge sind hier absolut nicht Airbus geeignet. Aber mich reizt halt immer das technisch Machbare, und da der Airbus hier realistisch programmiert ist und auch seine Grenzen dann ganz klar kundtut, im schlimmsten Fall geht das Display auf Crash hier, also unser Visual, wenn ich es dann übertreibe. Aber wir waren in den Limits drin, es war nachher nach Sicht, und es hat mit Commercial-Fliegerei nichts zu tun. Es war ein Ausprobieren, ein Kennenlernen der Maschine, ein noch besseres Kennenlernen der Maschine. Ein persönliches Stressmanagement, was da auch immer dran hängt. Sie sehen, das muss man auch die Ruhe bewahren. Und es ist hier in dem haptischen Cockpit, ich habe das in der Aosta schon gesagt, ungleich einfacher zu fliegen als in dem Microsoft-Flugsimulator. Aber auch da werde ich mir jetzt mal Aosta vorknöpfen, weil ich jetzt die Routen kenne. Auch im Bozen kenne ich jetzt die Routen. Und auch da werde ich das nochmal mit dem Microsoft-Flugsimulator und dem Phoenix ausprobieren. Alles, was da drunter ist an Flugzeugen, Turboprop, Citation, ist alles nicht so wild. Ja, die haben nicht die Parameter, die sind nicht so schwer, die Flugzeuge. Die fliegen sie ja auch nicht mit 120 nach im Final an, sondern mit, ja, mit der Citation. Wenn sie das mal drauf anlegen wollen, können sie die auch mit 95, 90 dann ins Final hühnern. Aber auch die muss dann schon präzise geflogen werden. Aber die kann natürlich mit den Speed Limits und Descent Rates und so viel besser umgehen. Die Bremsklappen wirken besser, etc. pp. Und ein Turboprop sowieso, den können sie auf Bremsen stellen, ne? Anhand der Propellerverstellung. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche haben, schreiben Sie es mir mal auf. Ich habe es auch wieder in der weiten Perspektive gemacht. Wenn Sie sich lieber wieder die nähere wünschen, dann sagen Sie das. Ich habe hier meine zweite Kamera immer so ein bisschen mit zur Hilfe. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, Ihr Thomas Fengler. Bye-bye.